Ich meine, uns ist ja allen klar, dass die Jugendlichen mitmachen müssen, dass sie also sich selbst einbringen müssen, dass sie auch Leistung da zeigen müssen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, wie wir auf sie zugehen. Also womit kriege ich die dazu? Wie kriege ich zum Beispiel junge Menschen motiviert? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man an der Lebensrealität der Jugendlichen entlang arbeitet. Da finde ich zum Beispiel Mixopolis ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sagt, okay, Online-Medien, digitales Zeitalter, warum kann man nicht Bildungsinhalte genauso verpacken? Und genauso wie Mixopolis das macht, denke ich mir, müssen wir das eigentlich für die gesamte Bildungsstruktur denken. Also wenn wir Jugendliche dazu animieren wollen, kreativ zu sein, ne? Also sich selbst was auszudenken, zu gestalten, das ist ja auch im Deutschunterricht zum Beispiel zu gebrauchen oder wenn man ein Referat hält oder ähnliches, dann sollten wir auch genau solche kreativen Methoden einsetzen. Dann sollten wir ihnen zum Beispiel ermöglichen, mit den gewohnten Instrumenten, mit den gewohnten Medien auch arbeiten zu dürfen. Also muss das unbedingt irgendwie, ich übertreibe jetzt, ne? Müssen wir mit dem Stein in den Stein reinritzen? Nein, wir können auch mit Online-Medien arbeiten, wir können mit YouTube und Internet und ich weiß nicht was alles. Also ich glaube, dass daran krankt ja auch ganz vieles, dass wir mit den Entwicklungen, die für die Jugendlichen ganz normal sind, selbstverständlicher Bestandteil ihres Alltags sind, oft gar nicht mithalten können. Die sind ganz andere Themenaufbereitungen gewohnt, die sind oft auch ein anderes Tempo gewohnt. Und wenn dann etwas kommt, das ihnen sozusagen, ja, das sie machen müssen, und dann ist es auch nicht anständig aufbereitet, dann ist es nicht zeitgemäß und zeitgenössisch aufbereitet, das kann dann schon mal ein bisschen drösch werden. Also ich glaube, ein bisschen mehr Aktualität, ein bisschen mehr Bezug zur Lebensrealität von Jugendlichen, genauso wie zum Beispiel auf der, ja, das ist ja ein Programm und ein Portal im Grunde Mixopolis, das würde, glaube ich, diesem ganzen Thema ein bisschen gut tun.